Herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag am 24. September 2015. Heute mit diesen Themen. Das International LED Professional Symposium lockte zahlreiche Besucher ins Festspielhaus. Umsatz plus für die Vorarlberger Seilbahnen. Und es gibt wie gewohnt die News, Sport- sowie Wetterinformationen. Der schöne Sommer bescherte den Vorarlberger Seilbahnen ein Umsatzplus. Alle Informationen dazu gibt's jetzt. Die heiße Jahreszeit machte ihrem Namen im heurigen Jahr alle Ehre. Die zahlreichen Sonnenstunden und die fast tropischen Temperaturen lockten die Menschen vor allem auch in die Berge. Dies zeigt die Umsatzentwicklung der Vorarlberger Seilbahnen. Mit einem satten Umsatzplus von 20% blicken die Bergbahnbetreiber auf einen sehr erfolgreichen Sommer zurück. Aber nicht nur das schöne Wetter hat zu den erfolgreichen Zahlen beigetragen, auch die Investitionen der Bahnbetreiber sind mit ein Grund für das gute Ergebnis. Viele Skigebiete in Vorarlberg hätten neben dem Tourismus im Winter auch das Potenzial für die warme Jahreszeit erkannt. Den Ganzjahrestrend zu Bewegung und Erlebnis am Berg spüren auch die Seilbahnen. Wolfgang Beck, Obmann der Fachgruppe der Vorarlberger Seilbahnen. Vor allem diejenigen Skigebiete, die in Sommerangebote investiert haben, würden ein deutliches Umsatzplus verzeichnen. Erfreulich sind auch die Beförderungszahlen. Herauszuheben ist hier, dass 25% der Sommergäste aus Vorarlberg kamen. Der Rekordsommer hat aber nicht nur den Bergbahnen gute Zahlen verschafft, auch die Freibäder im Ländle wurden gestürmt und somit haben unterm Strich alle von der Hitze profitiert. Weitere Meldungen des Tages gibt es nun im Überblick. Landtagspräsident Harald Sonderegger nutzte einen Besuch in Thüringen für einen aufschlussreichen Informationsaustausch mit Bürgermeistern und Gemeindevorständen der Blumenig-Gemeinden Bludesch, Ludesch, Thüringen und Thüringer Berg. Laut Sonderegger wird das Potenzial von gemeindeübergreifenden Kooperationen in der Region Blumenig aktiv genutzt und ausgebaut. Als Herzstück in der Zusammenarbeit stand auch das gemeinsame Dienstleistungszentrum Blumenig im Fokus der Gespräche. Hier profitiert die Bevölkerung von Ludesch und Thüringen von der Zusammenlegung der Bauämter, Werkstoffsammelzentren, Baurechtsverwaltungen und Bauhöfe in ein großes Kompetenzzentrum. Synergieeffekte auf allen Ebenen nutzen und die Kräfte bündeln, das spart auch Kosten, so Sonderegger. Ein Beispiel für die gelungene Kooperation ist die gemeinsame Betriebsführung eines Pflegeheims durch eine Betreibergesellschaft im Eigentum mehrerer Gemeinden. Landesrat Johannes Rauch und Clubobmann Adi Gross fordern eine europäische Flüchtlingspolitik mit globaler Verantwortung. Wie sich die Landesregierungspartei einen verantwortungsvollen und humanitären Umgang mit Menschen auf der Flucht vorstellt, erläuterte diese am Donnerstag auf einer Pressekonferenz im Landhaus. Denn der derzeitige Flüchtlingsstrom nach Europa werde zum Normalzustand, wenn sich nichts ändere, ist Rauch überzeugt. Die von der EU beschlossene Soforthilfe vor Ort sei schon lange überfällig. Die Grenzen zu schließen, bezeichnet Rauch als Schnapsidee, die sich in der Realität nicht umsetzen ließe. Die Menschen würden sich immer einen Weg nach Europa suchen, solange sich die eigene Lage nicht bessert. Gleichzeitig würde das Exportland Vorarlberg unter Grenzkontrollen und Separatismus stärker leiden, als dies vielen bewusst wäre. Und ein 48-jähriger Mann ist am Mittwochabend in Bregenz bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Er versuchte, eine 100 Tonnen schwere Stanzmaschine an eine andere Stelle zu verrücken. Dabei traf den Mann ein Holzteil an der Schläfe und fügte ihm mehrere Kopfverletzungen zu, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde nach der Erstversorgung in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Bereits zum fünften Mal fand mit dem LPS-Kongress, eine der wichtigsten Veranstaltungen weltweit in der Lichttechnologie, im Festspielhaus in Bregenz statt. Auch wir waren mit dabei. Die Veranstaltung richtet sich an alle Entscheidungsträger in der Lichttechnologiebranche und in verwandten Sektoren. Über 1300 Besucher aus 43 Ländern, hauptsächlich Fachkräfte aus Industrie und Forschung, versammelten sich in Bregenz, um zu tagen und die neuesten Trends und Technologien im Solid-State-Lightning-Bereich zu analysieren. Die Idee zur Expo ist eigentlich gekommen, wir haben gesehen, es gibt einen Bedarf an Wissen, wo
für die Industrie und aber auch für die Anwendung fehlt. Es braucht sozusagen eine Zusammenführung von Industrie und Forschung, und der Konferenz zusammen mit der Ausstellung war eigentlich das ideale Mittel. In dieser Form, von der Komponente bis zum Modul, war es eigentlich in Europa noch nicht verfügbar. Der LPS-Kongress hat sich in den letzten Jahren in der Lichttechnologiebranche etabliert und zählt für viele Hersteller und Experten aus der Branche als Fixpunkt des Jahres. Wir sind das erste Mal hier in der Bregenz auf der Expo und freuen uns, da zu sein. Unsere Erwartungen, wir wissen noch gar nicht so, was uns eigentlich erreicht, aber wir hoffen, dass wir eine ganze Menge an Kunden antreffen. Das hat sich heute auch schon bewahrheitet. Und ich glaube, es wird eine sehr erfolgreiche Zeit, die wir hier verbringen werden. Und ich freue mich auf die ganzen Fragen, die jetzt noch auf uns eintreffen werden. Bisher war es sehr erfolgreich. Einen ausführlichen Bericht dazu sehen Sie dann nächste Woche im Ländle TV Wochenmagazin. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Meldungen aus der Welt des Sports. Auswärts treffen die Dornbirn Bulldogs am Freitag um 19.45 Uhr in der noch jungen Saison auf ihre ersten internationalen Gradmesser, den HC Bozen Südtirol. In den gespielten 4 Runden heimsten die Vorarlberger bereits 9 Punkte ein. Bozen hält bei 4 Zählern und brauche Zeit. Gestärkt durch ihre starke Performance in der Startphase reisen die Bulldogs mit breiter Brust zum HCB Südtirol. Und die Raiffeisen Dornbirn Lions bestreiten am kommenden Samstag das erste Heimspiel der neuen Saison. In der zweiten Basketball-Bundesliga empfangen die Löwen BBU Salzburg. Spielbeginn in der Messe-Ballsporthalle ist um 18.30 Uhr. Nach der Niederlage in der ersten Runde hofft man in Dornbirn auf die ersten Punkte der Saison. Soweit zum Sport, und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das erfahren Sie jetzt. Lecher Golfplatzbetreiber haben Grund zum Feiern. Nach der Fertigstellung des Rohbaus für das neue Clubheim laden die Golffans am Freitag, den 25. September, zur großen Firstfeier nach Zug bei Lech. Einem Bregenzer Gastwirt wird derzeit am Landesgericht Feldkirch vorgeworfen, nach der Schließung seines Lokals wegen illegaler Glücksspielautomaten in die Bar eingebrochen und vom Finanzamt angebrachte Siegel zerstört zu haben. Und Matthias Brändle hat bei der Straßenrad-WM das Olympiaticket im Zeitfahren knapp verfehlt. Der auf Rang 16 klassierte 25-jährige Hohenemser hätte für eine direkte Qualifikation um 3 Plätze besser bzw. um 22,49 Sekunden schneller sein müssen. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV Der Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss. Das sehen Sie am Montag bei Bauen und Wohnen. Gründlich gereinigt, warum der Hochdruckreiniger Ihren Bodenbelägen mehr schaden kann als helfen und welche Alternativen es gibt. Vorbildlich versichert, wer jetzt noch seine Versicherungen auf den Prüfstand stellt, kann von hilfreichen Neuerungen profitieren. Und Familien im Fokus. Wenn Fertighaushersteller und Möbelhaus kooperieren, können vor allem junge Familien davon profitieren. Bauen und Wohnen, die Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause, immer montags ab 19.35 Uhr bei Ländle TV. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 6 und 13 Grad. Der Wind weht mit 7 km/h aus Südosten. Ein teils recht sonniger, teils bewölkter Tag im Ländle erwartet uns morgen. Es bleibt trocken. Am meisten Sonne sollte sich am Bodensee, im Rheintal und im Montafon ausgehen. Von Nordosten her können tiefhängende Wolken am Arlberg und im Kleinwalsertal der Sonne öfters zusetzen. Die Bewölkung reicht bis in die Gipfelregionen hinauf. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 14 und 19 Grad. Der Samstag ist teils sonnig, teils bewölkt. Im Tagesverlauf wird sich die Sonne aber überall zeigen können und es bleibt trocken bei 17 Grad. Eine Mischung aus Sonne und Wolken erwartet uns am Sonntag, wobei sich die Sonne in den südlichen Landesteilen besser behaupten kann als im Norden. Es bleibt trocken. Die Woche startet sonnig bei Temperaturen von 8 bis 15 Grad.